Ja, herzlich willkommen zum 85. netzpolitischen Abend der DigiGuess. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo auch an die Zuschauer im Stream, so es dann welche gibt. Mein Name ist Benjamin, ich bin Mitglied im Vorstand der Digitalen Gesellschaft, habe das Vergnügen, den Abend heute zu moderieren. Dieser Abend hat einen Hashtag, wenn ihr euch in den sozialen Medien an der Diskussion beteiligen wollt, #npa085. Und Medien ist das Stichwort. Ein Hinweis, dieser Abend wird aufgezeichnet, also gestreamt, und die Aufnahmen landen hinterher im Netz. Wer bei der Frage- und Antwortrunde nicht gefilmt werden will, der geht hinter die Kameras bzw. unter das Eingangsportal oder hinter die Kamera. Genau. Ich glaube, dann können wir anfangen. Wir sollten heute auch nicht zu viel Zeit verlieren, denn das Programm ist ziemlich dicht. Wir haben drei Hauptvorträge. Das ist einmal Rainer Rehag wird was zu 6 Jahre Snowden sagen. Dann haben wir den Matthias Monroy da zu Überwachung in 5G-Netzen. Und schließlich am Ende noch Orgy, die wird was zu einer großen europaweiten Kampagne gegen Realtime-Bidding und verhaltensbasierte Online-Werbung erzielen. Und gerahmt wird die ganze Geschichte von zwei Aufrufen. Und mit dem ersten würde ich gerne anfangen und die Josephine auf die Bühne bitten. Die will nämlich, ja, das erklärt sie selber, was sie will. Ja, ich bin Josephine, ich bin 16 Jahre alt, hier Schülerin an der Berliner Schule und ich bin jetzt seit Mitte März etwa bei Fridays for Future aktiv. Nur kurz für mich. Wer kennt denn alles Fridays for Future? Wer hat schon mal von gehört? Wer weiß, was es ist? Oh, okay, das ist ja ein Heimspiel mehr oder weniger. Wer unterstützt es denn? Wer war vielleicht schon mal auf einer Demo? Auch schon so viele. Okay, also wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, wir sind Fridays for Future. Wir sind eine globale Jugendbewegung und wir setzen uns für mehr Klimaschutz weltweit ein. Weil Klimawandel ist derzeit das zentrale Thema des 21. Jahrhunderts und ein Riesenproblem. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird die Zukunft, so wie wir sie kennen, komplett anders aussehen, als sie heute ist. Und zwar nicht im schönen Sinne. Wir streiken jetzt seit fast einem Jahr für mehr Klimaschutz und wir haben es geschafft, ein Thema aus der Versenkung zu holen und praktisch weit, weit oben auf der politischen Agenda anzusiedeln. Viele Wissenschaftler unterstützen unsere Forderungen, eigentlich fast alle. Die breite Bevölkerung steht hinter uns, aber wir haben ein riesengroßes Problem, nämlich die Politikerinnen handeln noch nicht. Und das ist, deshalb werden wir auch jeden Freitag, also wir streiken derzeit jeden Freitag in Berlin, und wir werden auch jeden Freitag weiter streiken. Das Problem ist, das sind zu wenige Leute. Wir brauchen mehr Menschen. Wir wollen zeigen, dass die gesamte Bevölkerung für mehr Klimaschutz ist. Und deshalb laden wir am 20.09. Menschen jeder Generation zum Global Climate Strike ein. Aber was ist genau der Global Climate Strike? Wir sind ja nicht nur Fridays for Future hier in Berlin oder in Deutschland, sondern unsere Bewegung ist auf der ganzen Welt aktiv. Und am 20.09. werden wir weltweit auf jedem Kontinent tatsächlich, in fast jeder größeren Stadt, werden Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Und das sollen dieses Mal nicht nur Jugendliche sein, sondern wir laden ausdrücklich alle Menschen ein. Und da sind wir auch gleich bei dem Thema alle Menschen. Wir haben hier in Berlin haben wir viel Unterstützung von verschiedensten NGOs. Die werden sich auf unserer Demo beteiligen, aktiv in thematischen Blöcken. Es wird verschiedenste Blöcke geben. Es wird einen Block für Gesundheit, für Feminismus, für Antirassismus wird es geben. Sportvereine werden wahrscheinlich auch auf der Demo sein. Das heißt, wir haben wirklich ein breites Spektrum, die alle hier für mehr Klimaschutz kämpfen. Klimawandel wäre wahrscheinlich nicht so gut. Aber der Global Climate Strike ist nur der Anfang einer großen Aktionswoche tatsächlich, die vom 20. bis zum 27.09. stattfinden wird. Und der Anfang ist, wie gesagt, der Global Climate Strike hier in Berlin oder in jeder anderen größeren oder kleineren Stadt in Berlin. Und dann wird es verschiedenste Projekte geben, die ganze Woche durch. Wir haben hier am Samstag zum Beispiel das Thema Feminismus, Mittwoch Lobbyismus, Finanzen, Energie, Kohle. Und jetzt fragt man sich vielleicht, okay, ist vielleicht schön und gut, aber was hat das jetzt konkret mit Klima zu tun?
Das Problem ist, der Klimawandel hat nicht nur eine Auswirkung konkret auf unsere Umwelt, sondern der Klimawandel hängt in so vielen Sachen mit drin, ist die Ursache oder zumindest Teil eines Problems bei so vielen Sachen. Und deshalb haben wir gesagt, natürlich, unser Hauptfokus liegt auf dem Klima, aber wir müssen auch andere Bereiche beleuchten, in die der Klimawandel Auswirkungen hat. So, beendet wird das alles am Freitag mit dem Earth Strike, weil das ist der Earth Strike Day und da werden wir natürlich von Fridays for Future auch nochmal sehr groß mit am Start sein. So, ja, wer jetzt gesagt hat, schön und gut, ja, nein, Spaß natürlich, wer jetzt gesagt hat, ey, ist eine coole Sache, ich möchte mich da mal ein bisschen mehr zu informieren, wir sind aktiv auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und natürlich haben wir auch eine Website, natürlich eine deutschlandweite, tatsächlich auch eine weltweite, aber wenn ihr tatsächlich hier in Berlin sein wollt, dann informiert euch am besten über die Berliner Webseite. Da könnt ihr auch, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr auch eigene Sachen für die Aktionswoche anmelden, ihr könnt einen eigenen Blog auf die Demo anmelden oder ihr könnt euch einfach nur informieren. Denn es ist nämlich ganz wichtig, dass wir am 20.09. so viele Leute wie möglich auf der Straße sind, weil wir brauchen mehr Klimaschutz in Deutschland, weil wir brauchen alle zusammen eine Zukunft auf diesem Planeten. Ja, danke schön.